So, meine Freunde, willkommen zu einer neuen Session mit eurem Lieblingsspieler Fave. Spielen an zwei Tischen, 10, 25, sechs Leute. Wir haben unseren beiden Tischen mit 25 eingekauft. Bisher war noch nicht viel los. Ein paar Hände geschmissen, Teil des Image. Ja, es gibt auch nichts Schöneres als Feierabend. Eine schöne Poker-Session und dazu ein leckeres, kühles Bierchen. Das hat man sich ja nach einem harten Tag arbeiten auch redlich verdient. Ich war meine Freunde. Dann haben wir hier die Damen. Gehen wir mal drüber. Position. 6-2 UTG-Race, der hat da wahrscheinlich nicht viel getroffen. Kann man mal anspielen. Muss man jetzt nicht unbedingt. Sind natürlich jetzt eigentlich im ersten Eindruck ein schöner Flop. Spielen wir auch direkt mal an. Hier haben wir jetzt getroffen. Der Gegner hat allerdings bezahlt. Müssen wir natürlich jetzt auch ein bisschen aufpassen. Nicht, dass er da irgendwas slow spielt. Von daher, aber einmal müssen wir noch. Hier sind die Damen. Ja, da weggeschmissen. Abzusehen. Aber die kann man da an der Stelle halt auch nicht slow spielen, weil wenn dann noch auf dem Turn oder River ein König oder ein Ass kommt, ist man ziemlich ins Knie gefickt. Ja, und hier machen wir auch gleich einen kleinen Schnabber. Auf der gegen UTG spiele ich ja ungern. Man kann natürlich auch nicht wegschmeißen jetzt an dieser Stelle. Geben wir die Hand an dieser Stelle mal auf. Jetzt komisches Gefühl. Ass, Bube, UTG, dreifachen Big Blind. Mal vom Button wegschmeißen. Aus dem Small dahinter ist ja jetzt auch nicht so prickelnd. Dann noch außer Position, aber wir spielen es jetzt mal. Wir müssen mal ein bisschen mal reinkommen, ein bisschen einen Griff kriegen an dem Tisch. Kann man natürlich auf dem Board mal anspielen. Call da richtig schnell. Müssen wir die Hand jetzt wohl aufgeben? Oder noch das Ass? Schade. Sechs, neun im Big Blind ist natürlich jetzt suited, eigentlich eine feine Hand. Komm. Wird auf jeden Fall dann gespielt. Hier haben wir die Sechser. Gucken wir uns natürlich den Flop an, ob wir treffen. Das ist ja keine Frage. Das sieht doch ganz gut aus für die Sechser.
Baton Race. Wäre schon fast geneigt, mal rüber zu bürsten, aber da uns jetzt ja auch noch einer, lassen wir das mal lieber. Also das ist natürlich nicht so ein schöner Flop. Aber wir haben immer schon mal zwei Paar. Mal gucken, was er losfeuert. Checkt auch. Okay. Ah, jetzt haben wir natürlich eine schöne Hand. Leider hauen jetzt hier die Spieler ab. Das war echt zum Kotzen. Natürlich jetzt ein schöner Flop. Muss man normalerweise checken, aber die zwei Peaks stören mich etwas. Deswegen müssen wir die Value dieser Hand natürlich auch im Pot bringen. Na, Kleinvieh macht auch Mist. Kann einfach die Karten nicht frei jetzt rausgeben, weil dann zieht er sich da irgendwelche Scheiße. Flush zusammen oder so. Bin jetzt geneigt, irgendwie einen anderen Tisch gleich zu suchen, weil zu dritt ist nicht so prickelnd. Ja, warten wir nochmal eine Runde. Natürlich Asskönig ist natürlich immer eine schöne Hand. Gefährliches Board. Oh, muss man mal gucken, ob man. Ja, Cold natürlich, Alter. Natürlich viele Chips, sehr viel Geld hätte ich. Chips hätte ich beinahe gehört, aber. Muss ich auch nochmal eine Nahrung nachlegen. Cold wieder. Natürlich jetzt sehr gefährlich. Vielleicht sitzt er aber auf dem Draw. Müssen wir noch einmal reinfeuern. Das ist ja alles nichts. Sonst können wir den Pot nicht gewinnen. Ass hoch. Und da schmeißt er weg. Haben ein bisschen Suppe gehabt. Hatten ja nur Ass hoch. Aber wenn wir da checken, dann ist er eh verloren, der Pot. Oder irgendwas Kleinkrammäßiges hat er ja da bestimmt getroffen. Oder hat er ein Herz-Flush-Draw gewesen. Man weiß es nicht. Aber muss man dann halt auch nochmal bereit sein, das dritte Mal die Barrel zu laden und zu feuern. Ansonsten kann es halt auch nichts werden. Spielen wir hier gegen Cut-Off. Ruhe 5, lassen wir mal kurz weg. Oh, hier drüben füllt sich der Tisch auch wieder, das ist ja wunderbar. Brauchen wir doch keine neuen Tische suchen. Auf jeden Fall aus dem Smallblind ruhig mal raisen, so eine schöne Hand. Ich hab die natürlich weg. Das ist das zweite Mal nacheinander, dass er uns einbettet. Und das wollen wir auch nicht zulassen. So, mal gucken, wie stark seine Hand ist. Schmeißt er weg. Daniel Kübelberg, der sieht so ein bisschen aus wie Daniel Kübelberg. Hier ist auch ein Deutscher, ist bestimmt der echte Kübel. Jetzt macht er hier schon wieder Alarm aus dem Cut-Off, aber jetzt kriegt er aber mal richtig einen drüber gebügelt. Aber auch die Faxen dicke. Und natürlich auch eine passende Hand dazu, um ihn mal so ein bisschen zu reizen. Oh.
Puh, das haben wir eine Ansage hier von Captain Delbaum. Ich war fast geneigt, gegen den zu spielen. Das ist natürlich sehr teuer, sich jetzt den Flop anzugucken. Aber vielleicht ist er auch einfach nur gefrustet. Aber vielleicht hat er jetzt auch wirklich. Veluscha mal rein. Das ist natürlich auch scheiße. Kann natürlich jetzt auch Asse. Mal Asse. Weiß ich nicht, ob er jetzt Asse hat. Zwei sind ja schon weg. Kann aber Ass König haben. Scheiße. Oder Könige kann er irgendwie auch haben. Geld wird so oder so reinwandern. Versuchen wir es mal auf diese Art und Weise. Aston, das ist ja gut. Da wollte er uns bluffen, der Wichser. Aber wir haben genug Eier, um uns das nicht gefallen zu lassen. Das ist aber gut zu wissen. Schnappen wir uns noch. Da machen wir nachher nochmal einen richtigen Schnapper. Was ist hier jetzt los? Wir haben Achter geraced. Hat UTG gelimmt und jetzt haut er drauf. Da kann dann wirklich immer mal was sitzen. Bei solcher Situation wäre ich dann immer ein bisschen vorsichtig. Ach, das ist natürlich eine schöne Hand, aber. Für meine Fangemeinde. Ja, suited us. Können wir nochmal spielen. Gerade aus Position. Diese Scheiße dann nicht. Das Judo hätte ich sie gerne gespielt, aber. Schrotthand. Er ist ja sehr aggressiv. Da müssen wir gleich mal einen Schnapper auch mal machen an dieser Stelle. Ja. Aber wir brauchen uns auch mal einigermaßen schöne Hand. Ja, doch. Gegen den Ghostbuster. 7-3. Füllen wir mal nur auf. Gucken uns mal den Flop an. Ist zwar nicht so ganz unsere Strategie, wir wollen eigentlich unserer Setzweise immer treu bleiben. Jetzt haben wir hier natürlich Gutshot und Bottom Pair. Und Rainbow Flop können wir mal anspielen. Hier checken wir natürlich, da sind wir ja voll vorbei gesegelt. Wir gehen auch direkt raus. Hier gecallt. Wir haben auch was. Natürlich zwei Paar, aber er checkt. Oh. Weiß nicht, ob er uns so locken will. Hat er machen auch schon zwei Sterne. Katze dreht gerade ab hier. Bube Dame ist Judith, spielen wir. Und da haben wir natürlich auch getroffen, wie sich das gehört.
Also spielen wir an. Werden gecallt. Ich gehe davon aus, hier an dieser Stelle nach vorne zu sein. Deswegen feuere ich auch nochmal nach. Dann geht er auch raus. An dieser Stelle mal kurz das Päuschen meiner Katze mal kurz paar vor die Fresse hauen, denn die geht mir gerade ziemlich auf die Eier. Und gleich folgt Part 2. Es läuft ja bisher ganz gut. Werden wir auf jeden Fall jetzt weiterspielen.